Festnahme in Deutschland im Fall der ermordeten bulgarischen Journalistin Viktoria Marinova. Ein 20-jähriger Mann wurde nach Hinweisen bulgarischer Behörden in Stade bei Hamburg aufgespürt. Während der Untersuchung haben wir ausreichend Beweise gesammelt, die diese Person direkt mit dem Tatort und dem Opfer in Verbindung bringen. Marinova war vergewaltigt worden, sie starb durch Schläge auf den Kopf und Ersticken. Der festgenommene Bulgare wurde bereits wegen Mordes und Vergewaltigung gesucht. Zu diesem Zeitpunkt haben wir keinen Grund zu der Annahme, dass der Mord mit ihrer Arbeit in Verbindung steht. Aber ich betone, die Festnahme des Täters bedeutet nicht, dass wir nicht weiter alle möglichen Hypothesen für ein Motiv verfolgen werden. Marinova hatte kurz vor ihrem Tod ein Interview mit zwei Journalisten über eine mutmaßliche Veruntreuung von EU-Geldern in Bulgarien geführt.